Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Anti-Extrem-Box von Grenzenlos. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Anti-Extrem von Grenzenlos. Das Ganze erscheint am 26. Mai. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Jawohl! Es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier mal wieder eine Box im Querformat. Wir werden das Ganze mal zuallererst aus der Folie holen. So, mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrock. Also, das ist die Box, kompakte Box hier im Querformat in Schwarz, Weiß und Lila. Wir lesen hier einmal Grenzenlos Anti-Extrem. Und auf dem Cover haben wir hier so lilane Kreise, ein weißes X, eine lilane Handgranate und noch eine weiße Friedenstaube. Also viele Elemente hier übereinander gelagert. Einmal hier an den Seiten beschriftet, zweimal, dreimal und viermal. Und auf der Unterseite lesen wir, was sich in der Box befindet. Also unterschriebenes Anti-Extrem-Acrylglas-Albumcover. Bedruckter multifunktionaler Schlauchschal X-Tube, Grenzenlos Fahne, Anti-Extrem, 150 x 100 cm und natürlich das Album im Digipack. Infos und Barcode, das Ganze erschienen über Rebel Heart Records. Die Box ist auf 500 Stück limitiert und von einem Boxinhalt, glaube ich, auch durchnummeriert. Schauen wir gleich mal. So, Klappbox, was mir auch gerade auffällt, wir haben hier einen Magnetverschluss, also der hier so von selbst dann schließt. So, auch hier innen gestaltet mit diversen Symbolen. Und dann schauen wir mal rein. Als allererstes kommt uns mal hier dieser Acrylglas-Aufsteller entgegen. Wir schauen uns dann natürlich nochmal genauer an. Dann das Herzstück, das Album an sich. Dann geht es weiter mit dem Schlauchschal. Und der Fahne. So, das ist noch hier ein zusätzlicher Luftpolster, damit das Ganze auch hier entsprechend heil bei uns ankommt und nicht so in der Box herumscheppert. Legen wir die Box dabei mal zur Seite. So, wohin? Ja, am besten hier. So, einmal die Fahne, die ist noch in Folie. Dann haben wir den Schlauchschal. Der ist hier ebenfalls noch verpackt. Und zu guter Letzt noch das Album hier im Digipack. So. Wunderbar. Dann schauen wir mal rein. Also, das ist das Album. Digipack haben wir hier Grenzenlos Anti-Extrem beschriftet. Was man hier gemacht hat, wir haben hier das X tatsächlich so ausgestanzt. Also hier wirklich so ein Loch bzw. ein freier Raum hier im Cover selbst. Und dadurch, dass das hier dann so durchscheint, kommt diese lilane Optik zum Vorschein. Aber ja, das hat man hier wirklich dann ausgestanzt, das Cover. Seitlich nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Auch hier natürlich wieder Infos und Barcode. Es gibt das Album auch regulär auf CD. Natürlich, wer keinen Bock auf die Box hat, kann sich auch nur das holen. Oder auch Vinyl oder diverse Bundles mit Shirts oder mit Tourtickets. So, von innen komplett hier in diesem lila, rosa, ja, lila, pinken Stil. Dann haben wir einmal mittig die CD und rechts dann in dieser Stecktasche das Booklet. Das schauen wir uns mal an. So, ist auf jeden Fall sehr dick das Booklet. Viele Seiten. Und hier geht's los. Also, wir haben hier die Lyrics. Dann gibt's natürlich Fotos von den einzelnen Bandmitgliedern, in diesem Fall von Martin. Und darunter steht auch die Funktion in der Band. So, weitere Songs mit Lyrics. Dann haben wir Marco.
Also schwarz-weiß-lila hier immer abwechselnd durchgezogen. Dann Martin Nummer 2. Jede Menge Lyrics. Und zum Schluss noch Johannes. So, Track Contenance. Wurden ja auch schon diverse Tracks hier im Laufe der Promophase ausgekoppelt mit Video. Contenance war einer davon. So, dann gibt es hier noch eine kurze Erklärung bzw. Danksagung und die Credits zum Album. Gut, Booklet somit durch. Packen wir wieder ein und kommen direkt weiter zur Album-CD. So, das ist die CD in Schwarz und Weiß gehalten, mit dieser Optik wieder vom Cover. Und dahinter noch einmal das dicke X mit dem Grenzenlos-Logo. So, das war's zum Album. Wir machen direkt weiter mit dem Acrylglas-Aufsteller. Also, Autogrammkarten haben wir schon tausende Male gesehen, aber das ist dann tatsächlich echt etwas Neues. Wir haben hier so einen Aufsteller, erinnert so an Streamingdienste, ich glaube ja, ist auch das Logo hier von Spotify, wenn ich es richtig sehe. Dann haben wir hier einmal das Album-Artwork, das gerade hier gestreamt wird. Ein Herzchen gibt es auch noch. Und dann hier eben die klassischen Symbole, Play oder voriger oder nächster Song hier. Und dann auch noch die Unterschriften. Alle vier Herrschaften haben hier auch unterschrieben, also Martin zweimal, Marco und Johannes. Und das ist das, was ich angesprochen hatte, es ist auch durchnummeriert. Wie gesagt, das Album ist auf 500 Stück limitiert, die Box. Und meine ist jetzt etwas ungewöhnlich, nämlich die 666. Also ich gehe davon aus, das liegt daran, dass ich jetzt eben hier so eine Vorab-Muster-Variante bekommen habe. Und die fällt eben da aus dem Rahmen. Ist jetzt nicht Teil der regulären 500 Stück, ist so eine speziellere Geschichte. Aber wenn ihr dann die Box habt, dann habt ihr wirklich die Nummern von 1 bis 500. Und an diese Nummern ist auch ein Gewinnspiel gekoppelt. Denn die Nummern, also immer diese Schnapszahlen, die dreistelligen, also die Nummer 111, 222, 333 und 444, die haben quasi gewonnen und dürfen dann einen gemeinsamen Tag, einen Wandertag, mit den vier Herrschaften in ihrer Heimat im Allgäu verbringen. Ich bin leider nicht dabei, auch wenn ich hier so eine Schnapszahl habe, hier die 666. Aber wie gesagt, anderes Thema, fällt aus der 500er Limitierung raus. So, als nächstes kommen wir zu dem Schlauchschall. Der sieht so aus. Hier wieder komplett mit Schwarz-Grau beschriftet. Anti-Extrem und Grenzenlos. Dann hier wieder das Artwork mit der Handgranate und der Friedenstaube, beidseitig. Und ja, den kann man dann entsprechend verwenden. Es gibt auch immer, hier haben wir es, so diese Infos zu den, ja, kann man ja nicht so gut sehen, aber jetzt die verschiedenen Verwendungszwecke für diese Multifunktionstücher, für diesen Schlauchschall. So, das ist der. Und zu guter Letzt haben wir dann noch eine Fahne mit dabei. So, wo ist hier oben, wo ist unten? Ich glaube, ja, so müsste es richtig sein. Das ist die Fahne, die ist riesengroß, kommt in Schwarz mit lila und weißem Aufdruck. Einmal hier oben der Bandname, dann riesengroß Anti-Extrem, darunter dann auch nochmal der Bandschriftzug. Und wir haben hier an allen vier Ecken jeweils diese Metallösen, damit man die Fahnen dann auch wirklich entsprechend aufhängen kann, wenn man das denn möchte. So, die Fahne ist, wie gesagt, sehr groß und im Hochformat gehalten. Ich werde jetzt mal versuchen, wieder irgendwie grob zusammenzulegen. So, jawohl. Das war's soweit. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne hier im Hochformat. Dann das Multifunktionstuch hier, der Schlauchschall. Der Acrylglasaufsteller mit den vier Unterschriften und der Seriennummer eurer Box. Fürs Regal oder wo auch immer ihr das dann hinstellen wollt. Und natürlich das Album an sich, Anti-Extrem, im Digipack mit 12 Tracks. Jawohl, das alles in
dieser wunderbaren Box Anti-Extrem von Grenzenlos. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Grenzenlos und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.